Hallo Leute, ich bin's wieder mal, Christoph von Replay. Ich habe euch ein neues Buch mitgebracht und zwar Der Schinder. Der erste Daria Storm Thriller steht dahinter und wir wissen schon, dass es ein Fortsetzungsroman sein wird oder eine Serie besser gesagt. Der Roman wird geschrieben von Nadine Arachat und Sarah Wedler. Ich hoffe, ich habe den ersten Namen richtig rausgesprochen. Ich hatte ja schon Angst, dass ich es falsch mache. Wahrscheinlich war es auch falsch, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja, der Roman ist erschienen. Jetzt muss ich mir mal einen kleinen Zettel zur Hilfe holen. Im Teleskop Verlag kenne ich persönlich jetzt nicht. Ist wohl ein kleiner Verlag. Das Buch hat 218 Seiten, kostet als Taschenbuch 9,99 Euro. Für die Freunde der elektronischen Version gibt es das Ganze noch einmal für 8,99 Euro. Ja. Und so viel mal zu den Fakten. Ich bin ja jetzt mittlerweile in den letzten Videos dazu übergegangen, mal kurz den Klappentext bzw. die Inhaltsangabe vorzulesen der vorgestellten Romane, weil ich ja in einigen meiner ersten Videos wohl mit dem Spoilern zu weit gegangen bin. Das merkt man manchmal selber gar nicht. Deswegen werde ich euch jetzt hier auf meinem kleinen schönen Pad mal die Inhaltsangabe von Der Schinder vorlesen, falls ich das Ganze jetzt hier auf die Schnelle wieder aktivieren kann. Da bin ich schon wieder. So, dafür muss ich ja eigentlich meine Brille abnehmen. Ich versuche mal so ein bisschen unten durchzugucken. Das sieht dann vielleicht auch ein bisschen cooler aus. Okay, Inhaltsangabe zu Der Schinder. Was, wenn jemand eine Rechnung mit dir offen hat? Was, wenn dieser jemand ein Serienmörder ist? Oh, nicht schön. Maxim Winterberg kann sich an nichts erinnern. Der ehemals anerkannte Folterexperte und Mitarbeiter der Polizei ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Dennoch ruft Kommissarin Daria Storm ihn zur Hilfe, als an verlassenen Orten auf einmal grausam zugerichtete Leichen gefunden werden. Die Toten tragen die Handschrift des Schinders, eines Serienmörders, der vor 2 Jahren sein Unwesen trieb und dann spurlos verschwand. Doch jetzt ist er zurück und seine Hetzjagd durch die Ruinen Berlins nimmt ihren Lauf. Zu spät verstehen Maxim und Daria, dass sie absolut niemandem vertrauen dürfen. Ja. Das war die Inhaltsangabe zu Der Schinder, wobei man vielleicht noch mal kurz erwähnen sollte, das ist dann auch wirklich nicht gespoilert, dass dieser Schinder seine Opfer nach einer alten Häutungsmethode zu Tode oder zu Tode bringt, also eine ziemlich qualvolle und ziemlich grausame Angelegenheit. Ja, und in diesem Buch geht es auch ganz schön heftig und derb zu. Einige Szenen sind schon wirklich starker Tobak so manche zart beseitete Seelchen haben ja auch schon in der einen oder anderen Rezension geschrieben, dass ja dann das Ganze dann doch ein bisschen zu hart ist. Aber ich als Thriller-Fan und Serien-Fan und Film-Fan habe da doch schon deutlich schlimmere Sachen gesehen. Ich finde, Brutalität hebt sich natürlich ein bisschen ab von den anderen Romanen, die so im Moment auf dem Markt rumschwirren. Aber es ist auf keinen Fall zu hart und da wird man auch keine schlaflosen Nächte von bekommen. Ja, oder vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle. Auf jeden Fall möchte ich zu dem Buch sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Und das liegt nicht nur daran, dass die beiden Schriftstellerinnen aus meiner Wahlheimat Bochum kommen. Das Buch ist ja so eine Mischung aus Thriller und klassischen Kriminalromanen mit Kommissar und so weiter und so fort. Aber die Mischung ist gut getroffen und es ist eine schöne Mischung aus Action, Brutalität, auch in der einen oder anderen persönlichen Story der Protagonisten, ja, und auch der Antagonisten. Eine sehr überraschende Geschichte, muss man natürlich sagen. Und es stand in so einigen Rezensionen, der Charakter Daria Storm wird den gewaltig auf die Eier oder beziehungsweise auf die Nerven gehen. Kann ich überhaupt nicht sehen. Ist ein schön entwickelter Charakter, diese Daria Storm oder Storm, die in Berlin als Kriminalkommissarin arbeitet und ich finde, da kann man gut eine Serie draus machen. Es ist ein schöner Charakter, schön entwickelt, wie ich finde, entwickelt sich auch hier in diesem ersten Buch sehr gut. Ja, und auch die anderen Darsteller, Maxim, der ja hier schon in der Inhaltsangabe erwähnt wurde, ein sehr interessanter Charakter, der ja, wie es hier schon steht, wohl mal Opfer des Schinders war, Jahre zuvor und auch extrem darunter leidet, sein Gedächtnis größtenteils verloren hat.
Und ja, die ganze Geschichte lässt ihn auch nicht zur Ruhe kommen. Und als dann der Schinder wieder anfängt zu morden, ist er natürlich auch dann mit dabei bei den Ermittlungen. Ja, ansonsten ist dieses Buch relativ einfach und ziemlich straight geschrieben. Gehört sich auch so für einen Thriller, da will man nicht so lange Ausführungen. Ist mit 200, ich muss nochmal gucken, 218 Seiten. Auch ein relativ kurzer Roman, deswegen ist auch, gehen die Ereignisse und auch flott von der Hand, was mir persönlich immer gut gefällt. Ich selber, wenn ich schreibe, versuche auch, mich so kurz wie möglich zu halten, ohne dabei zu vergessen, den erzählerischen Teil zu kurz kommen zu lassen. Und das schaffen die Autorinnen hier in diesem Buch sehr gut, wie ich finde. Und deswegen kann ich diesem Buch auch nur 5 Sterne von 5 geben. Ist eine Empfehlung von mir. Wenn ihr einen schönen ordentlichen Thriller lesen wollt, heute das Buch als Taschenbuch oder als E-Book, wie auch immer. Ja, wie gesagt, eine Empfehlung von mir, kann nicht anders sagen als Top-Roman. Ja, und das war es auch schon mit dem Video. Ist ein bisschen kürzer geworden dadurch, dass ich nicht mehr so lange über den Inhalt laber. Ist vielleicht auch besser. Holt euch, wenn ihr das Buch gelesen habt und eine andere Meinung habt oder auch wenn ihr die meiner Meinung teilt, dann schreibt das unten mal in die Kommentarbox und gebt mir noch mal ein paar Likes und vielleicht auch mal ein paar Abos oder schreibt überhaupt mal irgendwie in irgendeiner Form, ob euch die Videos gefallen, falls sie überhaupt einer schaut, aber 22 Abonnenten können nicht irren. Also ein bisschen Spaß bei, muss sein. Also danke fürs Zuschauen, bis demnächst, euer Christoph von Replay.